Entscheidung, dass ich Medieninformatik studiere, die kam daher, dass ich mir dachte, ich finde Informatik spannend, aber ich hätte gerne noch einen anderen Gesichtspunkt da drin. Und ich finde diese Kombination einfach extrem spannend, weil man halt auch so Sachen macht, zum Beispiel Bildbearbeitung, Videobearbeitung oder so einen Beitrag mal erstellen. Ich habe beim MDR mein Pflichtpraktikum gemacht. Also das stand so unter dem Thema, wie kann man denn mobile Applikationen barrierefrei machen, weil die Apps des MDR ja jetzt alle neu entwickelt werden. Und da ist uns halt einfach aufgefallen, Apps sind oft einfach nicht bedienbar, vor allen Dingen für blinde Nutzer. Dass man es schafft, einen Prototyp zu bauen, der in möglichst vielen Apps Anwendung finden kann, ohne dass man viel ändern muss. Man muss natürlich immer was ändern, da die Apps unterschiedlich sind, aber diese Modularität sollte gegeben sein. Es gibt einen höheren Frauenanteil in Medieninformatik als in Informatik, aber trotzdem sehr wenige leider. Wie wird das Wetter in Dresden? Was ich halt besonders schätze, ist, dass sie nicht aufgibt. Also sie ist zwar frustriert und sie meckert und sie schreibt wütende Klebezettel. Man sitzt an so einer Aufgabe und man muss richtig so probieren oder hier mal den anderen Ansatz. Und man kriegt fast schon, also man wird teilweise sogar so ein bisschen so wütend. Nee, macht gar nichts. Sie hat es eben geschafft, dieses Thema wirklich zu ihrem Thema zu machen, sich da reinzudenken, sich dort rein zu verbeißen und zum Teil wirklich auch zu streiten, wenn sie eben meint, dass eine Umsetzung barrierefreier wäre als eine andere, dann so lange zu diskutieren, bis sie am Ende ihren Kopf bekommt. Also es ist schon dann irgendwie am Ende des Tages so ein kleines Highlight, wenn man sich denkt, ich habe das jetzt hingekriegt und es funktioniert jetzt und ich drücke jetzt hier irgendeinen Button oder so auf meiner Oberfläche und im Hintergrund passiert alles, was ich möchte. Radio, Wetter, Podcast. Das, was man jetzt hier quasi im Hintergrund hört, das ist der Screenreader, der dem blinden Nutzer Spracherkennung, Podcast, Taste quasi vorliest, was gerade sich unter seinem Finger befindet. News, Taste, Podcast, Taste, Wetter. Und so hört sich das quasi an, wenn er das Element erkennt. Oder einen ganz anderen Bereich der App anwählen, zum Beispiel möchte ich jetzt einen Podcast hören. Dann Spracherkennung, Taste. Spiele einen Podcast MDR Klassik. Also ich finde schon, dass das einen extrem hohen praktischen Nutzen hat, wenn man jetzt rein von der Sprachsteuerung ausgeht. Aber der Erkenntnisgewinn im Bereich Barrierefreiheit insgesamt ist halt auch unbezahlbar. Schön, dass so viele Leute hier auch in der WG wohnen. Es ist immer jemand da. Man ist nie ganz allein, ist natürlich auch manchmal anstrengend, aber man hat immer jemanden, wo man sagen kann, hey, habt ihr Bock, ein Game zu zocken? Nochmal einen Schluck trinken und dann kannst du. Ja, aber das ist irgendwie das Problem. Also erstmal mache ich jetzt natürlich meinen Master und nach dem Master. Also würde ich gerne irgendwie versuchen, ein eigenes Projekt zu starten. Vielleicht mit ein paar Leuten auch, ein paar Freunden, ein paar Kommilitonen. Was mich wirklich entspannt, ist einfach wirklich Musik machen, Geige spielen, Klavier spielen. An sich so einen großen Wunsch, gerade nicht, ehrlich gesagt. Gerade wunschlos glücklich eigentlich. Noch.